haben wir noch eine Besonderheit. Das ist schon ein bisschen bigger und das hat auch seinen Grund. Das ist nämlich sogenanntes Hartmono. Das ist von seinen Eigenschaften her noch ein bisschen robuster, vor allem extrem abriebfest als normales Nylon und wird von daher, ihr könnt es euch sicher denken, ganz gerne genommen, um auf Hechte zu angeln. Wobei ich persönlich der Meinung bin, dass so ein sehr dickes Material, oft 1 mm oder 0,8 mm im Durchmesser, für einen Hecht unterm Strich genauso gut sichtbar oder genauso auffällig ist wie der Klassiker, den man zum Hechtangeln verwendet, nämlich ein Vorfach aus Stahl. Da kommt der Hecht mit seinen Zähnen garantiert nicht durch. Beim Hartmono soll es schon vorgekommen sein. Insofern ist mit Sicherheit das Material, das den Hechtzähnen besser widersteht, das Stahl. Und eine Alternative unter bestimmten Voraussetzungen sicher auch das Hartmono.